So Leute, ich bin wieder da. Jetzt habe ich mir nämlich eine Uhr hingelegt, damit ich mal endlich mal was ordentlich mache, die Parts. Ist auch voll Bildschirm. Natürlich, was sagst du denn? Immer. Ich mag das nicht, wenn da so, ja, so ein Rand zu sehen ist. Das siehst du aber nur. Bei Let's Play siehst du es nicht. Ja, und nimmst du eigentlich mit 1920 mal 1080 auf? Hä? Okay. Bildschirmgröße meinst du? Nee, nee, Fraps. Was ist das Einstellen? Ja. Wo? Oh. Es kommt drauf an, wo, wie du aufnimmst. Du nimmst ja da nicht Vollbildschirm auf. Boah, ich nehme trotzdem Full HD auf. Ja, also 1920 stimmen hier. So. Ja, dann töte ich jetzt mal die Monster. Und warte, dass die Kürbis hier wachsen. Von hier töten. Geht so hoch. So niedrig. Bam. Von hier wird Geld. 50 Pro. Hab grad 50% von Virtual Basic downloaded. So macht man das. Hast du da eigentlich für die Homepage da ein extra Programm noch? Ja. Wie heißt denn das? Das beste Programm. Scriptly. Was ist jetzt? Das ist das beste Programm. Der zeigt dir die HTML-Codes, wenn du ein bisschen anfängst. Das ist bei Basic genauso. Das ist bei Basic alle auswendig schon kennen. Ja, ich auch, aber nein, nein. Das heißt, du musst erst gar nicht die Befehle eingeben. Zum okay. Beispiel, Ach so, wenn der macht's gleich vollständig, dann Autocomplete. Und eine ganze Liste, weil das ist ja, du kannst ja nicht alle Befehle wissen. Das sind ja paar Tausende. Und paar Tausende, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber das ist doch kostenlos, ne? Ja, natürlich. Und damit kann man eigentlich alles öffnen. Ich glaube, ich hole mir einen Bogen mit verzauberten Bogen. Macht das. Boah, geil, Monster fahren, ey. Wenn die richtig funktionieren würde. Mein Wecker schon mal stellen für morgen. Ich schnuff. 645. Oh, okay, 6 Uhr. Oh, okay, das geht auch 6:30 Uhr. Wiederholen. Dienstag, Donnerstag, Montag. Man muss hoffen, dass ich die Deutschprüfung morgen schaffe. User in your channel timed out. Ja, Level 30. Ja. Yeah. War ab und dann zum Enchant. Scheiße, nicht zu Vote.
User entered your channel. Stärke 4. Bringt mir gar nichts, glaube ich. Doch, ich kann mir einen FTP-Chat machen. Gibt nämlich auch kostenlose Seiten, wo du MSQL hast. Kostenlos. Ja, du brauchst aber eine Domain und einen Webserver. Einen FTP-Zugang. Wenn du so einen kostenlos. Wenn du so einen findest mit allem drum und dran, dann. Boom! Achso, Kevin, ich hab dir ja gestern eine Seite geschickt, ne? Hast du die noch? Ja. Nee, hab ich nicht. Dann such mal nach Free Website Templates und such dir mal ein schönes Template raus. Dann kann ich da mal anfangen, die Website zu gestalten. Und dann können wir auch, da wir alles haben, alle Möglichkeiten, können wir auch. Oh, ich glaube, ich muss kurz offline gehen. Kurzer Schnitt. So, bin wieder da. Dann könnten wir sogar so machen, dass wir beide Webseiten gleichzeitig machen. Das heißt, wenn du sushicraft.kilo.de gehst, kommst du auf die Website. Und wenn du sushicraft.kilo.de machst, kommst du auch auf die Website. Nur, dass man danach. Das ist eine Umleitung. Danach kommt da eine Seite von uns und dann kommt da, steht da drauf, wollen sie auf die Website von Sushicraft oder von 4dcraft? Das könnte ich alles einrichten, nur da Zeit und Lust, und deswegen brauche ich einen Partner. Bei Designs und so, da habe ich keinen Bock, alles selber zu machen. Das wäre viel zu aufwendig. Meinst du, Bilder? Nee, Bilder nicht. Boom, scheiße. Generell, du musst ja die ganzen Farbengröße, Text, Art, muss ja alles machen. Und nicht wie bei Jimdo einfach mal da mal draufdrücken, fertig. Muss alles mit CSS machen, das ist. Ja. Da sitzt du auch manchmal einen ganzen Tag darum. Na, nächste Woche Dienstag habe ich dann richtig Zeit. Wieder. Ja, in den Sommerferien oder so wäre es gut. da kriegt meine Mutter oder Wacker. Ich habe schon die letzten Sommerferien fast nur zu Hause gehockt. Ja, aber da lernst du doch was. Du spielst ja da nicht. Außerdem, ich gehe jetzt auf eine Berufsschule in Fachtechnik. Okay, unter Technik kannst du viel verstehen. Computertechnik, Autotechnik, Haustechnik, Kunsttechnik. Das ist Elektronik, oder? Hab die Technik. Wisst ihr, was an unterschiedlichen zwischen kostenlosen Designs und kostenpflichtigen Designs ist? Da der Unterschied ist. Dass die kostenpflichtigen Designs viel besser sind. Weil wenn du ein richtig geiles Design gemacht hast, dann willst du auch dafür Geld. Weil ich jetzt hier durchstöber auf so einer Homepage, das ist ja nur scheiße. So gesagt. Ja, du musst auf die Website. Ja, okay, ich habe auch 2 Stunden gesucht, bis ich in diese Stelle. Ja, oder wir benutzen. Ah, nee, die gleiche von. Nee. Weil die ist nicht für uns geeignet. Hä? Warte mal, das muss ich mir doch mal angucken. Das muss ich mal kurz kopieren.
Alter, ist voller Bogen. Hier. 12 von 15. Installiert. User joined your channel. Nein! Nicht explodieren, bitte. Nicht explodieren. Storchgestörung und Wörter, nichts dabei. Nächste Seite. Ah, das ist die Seite von gestern. Ah, da sind die geilsten. Bisschen kleiner, aber es geht. Wie klein? Achso, generell, alles was du siehst, kann ich verändern. Okay. Nee, ich meine jetzt klein, sind ein bisschen klein gehalten. Endlich pro Page machen wir 48. Können wir drücken. Ja, außer die Zeit hängt sich auf. Ich bin ein Scharfschütze. Ja, sollen wir das jetzt mit der Website machen? Wenn wir. Nachtclub. So, ordentlich verdient hier. Ich mach mal erstmal ein Teamspeak, bei mir die Sounds wieder an. Okay, Leute, das war's mit dem Part. Tschüss.